Hallo Freunde, schön, dass ihr reinschaut zu diesem Video. Abonnieren, liken, teilen, nicht vergessen, kommentieren, ganz wichtig. Und jetzt eigentlich zum Thema. Impfung. Die Zahlen der positiven Tests für Corona steigen wie bekloppt. Hat das womöglich was damit zu tun, dass geimpft wurde? Ist das die Folge der Impfung für die Grippe? Nur mal drüber nachdenken. Möglicherweise hat das ja was miteinander zu tun. Ne? Wäre eine gewisse Plausibilität dabei. Aber man kann es ja nicht wissen. Wird sich in der Zukunft herausstellen, ob das gleichzeitig genau... Aber dann braucht man wieder ein paar Wochen, um die Daten genau zu überblicken. Wäre jetzt interessant, wenn jetzt die Impfung aufhört, ne? Ob es dann wieder einbricht. Aber das hat man ja auch so schon ein bisschen gesehen. Es gab ja so einen leichten Rückgang auch in den Zahlen. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass nicht gerade so viel Grippeimpfstoff mehr vorhanden ist. Da sollte man nochmal drüber nachgucken. Mal draufschauen. Möglicherweise... Ist das die Ursache? Aber man weiß ja nie, was genau ist. Ne? Weil die Regierung sagt was anderes, die Medien sagen was anderes. Gut, die WHO, die sagt ja schon langsamer. Ne? RKI sagt jetzt auch langsamer. Aber gut, was weiß die WHO und was weiß das RKI? Ja, ich meine, ich muss jetzt hier mal auch in hier fürs RKI mal hier, die Zahlen vom RKI sind ja einwandfrei und sauber. Bloß der Chef, der erzählt das Gegenteil von dem, was in den Zahlen drin steht. Das muss man jetzt auch mal sehen, ne? Vielleicht sollte man da mal einen Personalwechsel vielleicht unter Umständen möglicherweise mal vollziehen, sozusagen, ne? Wie vielleicht auch in der Regierung, dass wir da auch einen Regierungspersonalwechsel bekommen, die nicht auf Panik reagieren und nicht auf Bauchgefühl und abwarten und dann handeln. Ne? Weil, wir haben ja auch die Beatmungsgeräte jetzt im Sommer verschenkt. Ne? Statt einfach die Leute auszubilden drauf, auf die Geräte, aber das wurde versäumt. Aber kann man ja machen. Ist ja kein Problem. Bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Euer Dieter, macht's gut, lasst euch nicht ärgern und bleibt in der Liebe, bleibt im Frieden und passt auf euch auf. Euer Dieter.